Nicht mit mir hier, Leute. Ich stehe kurz vor der Hordennacht und ich habe keine Zeit für solche Spielchen. Wah! Boah! Hätte ja klappen können. Gutes Reaktionsvermögen. Also Leute, seid immer auch schön auf dem Hut. Hier habe ich wohl gerade den Notausgang. Weiß nur nicht so recht, ob für wen. Ob für mich oder für die anderen. Ah, geheime Lootkiste. Also sowas gibt es manchmal auch. Mein Problem ist nur, ich muss da durch. Und ich kann mir nur da eine Kiste setzen. Ich würde gerne durch. Hier ist ja gar nichts zum Looten. Was ist das denn für ein Schrott hier? Ah, hier komme ich übrigens raus, wenn ich da hinten reingekommen bin. Immer den Lärm nach. Da haben wir ja schon die erste. Hallo. Oh, 18.14 Uhr. Jetzt muss ich aber hier zacki zacki machen. Natürlich verschlossen. Oben ist das. Okay. Oben? Könnte hier oben sein. Auf der Ebene ist es auf jeden Fall, aber nicht da unten. Nicht hier. Junge, ich habe keine Zeit, mich hier lange mit dir aufzuhalten. Ich muss weiter. Lass mich raten. Da oben. Okay, ich komme auf jeden Fall schon mal raus. Auch wenn die Quest dann beendet wäre. 19 Uhr. Boah, jetzt wird es aber eng. So, meine Quest habe ich damit geschafft. Wo ist denn hier der geile Stuff? Kann doch nicht alles gewesen sein. Das glaube ich euch ja nicht, Leute. Da oben, okay. So, natürlich erwartet mich hier gleich ein Empfangskomitee. Da ist Nummer 1. Okay, war schon mal okay. Dann, prima. So, was erwartet mich jetzt hier? Haha, das dachte ich mir. Wir sind ja lernfähig. Okay. Benutzen. Klinge, Klinge, Klinge. Wo kann ich das noch hinpacken? Hä? Ah, mein Knüppel. Wo ist mein Knüppel? Knüppel? Ah, okay. Schon gewundert so. Hä?
So, das ist dann mal... Ah, guck. Okay, das wäre keine gute Idee, wenn ich hier ohne meinem Knüppel... Genau, das sollte man schon machen. Uhr und beeilen. Die ist ja gar nicht kaputt. Und die Nummer 3 im Bunde, die schaffe ich auch noch so. Die ist abgehauen. Wo ist sie denn? Die waren da erst noch 3. Hä? Okay, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Nur mal so. Komische Konstruktion. Na gut. So, das Zeug habe ich abgesahnt. Ich würde mal sagen, wir gehen mal noch schnell zum Trader rüber. Schaffe ich noch, auch wenn ich überladen bin. Meine Güte. Echt restlos überladen? Wir haben ja Zeit. Keine Hektik. Easy peasy. Tür auf und wieder zu. Ja, ich weiß, dass ich nicht genug Ausdauer habe, Kollege. Okay, fucker. You respect the shop rules. Fertigungszeitschriften. Stahl. Stahl hätte natürlich auch was. Oder von denen. Ich nehme das da. Kann ich nicht, ja. Ich müsste da mal was verkaufen, so. No refunds. Deal's done. Now beat it, fucker. Nochmal schnell eine Aufgabe annehmen. Abholen. Okay, dann ab nach Hause. Jetzt aber zacki zacki hier. Schnell mit dem Fahrrad. Wo ist es denn? Und ab nach oben. Den nicht vergessen. Schnell das Zeug hier loswerden, was eh aktuell nur Ballast ist. Was zu essen brauche ich? Kann ich nehmen. Zu trinken habe ich leider... Doch, habe ich nicht. Trinken tun wir auch noch mal. Tragen. Ja. Das heißt, der kann auch weg. Nicht, dass ich es jetzt bräuchte, aber zur Sicherheit. Ja, dann sage ich mal, wünsche ich euch und ich mir eine Menge Spaß. Gucken wir mal, was da so auf uns zukommt. Alles im Anschlag geladen. Oh. Viel Spaß, Leute. Die Horde-Nacht steht kurz davor. So, 22 Uhr. Der Spaß geht los.
Wo sind sie denn? Nobelhasen sehe ich da. Na Mensch. Nanu? Sind die drin gespawnt? Das wäre ja lustig. Da unten. Das ist ja uncool. Da hinten habe ich nichts hingesetzt. Naja, noch treffe ich jedes Mal ein. Yay, einen getroffen. Wie viel haben wir denn? 218, also 217. Und die ersten sind drin. Natürlich die Frage, ob draußen noch mehr sind. So, der ist schon mal weg. Ey, stehen geblieben. Boah, Klingelbeutel. Ich hoffe, da bleibt mir nachher noch erhalten. Bleib doch mal stehen, Mädel. Hey. Ich hätte mir noch mehr Pfeile mitnehmen sollen, merke ich gerade. So, wie man hört, sind da draußen durchaus noch ein paar Vertreter. Wahrscheinlich, weil ich jetzt hier die ganzen Spikes hingemacht habe, haben die erkannt, das ist gefährlich. Aber hier ist es tatsächlich ungefährlich. Immerhin treffe ich die noch. Lass mir meine Base heilen, Leute. Ha! Da kommt der nächste. Okay, ich werde mir dann hier auch nochmal ganz spontan ein paar setzen, in der Hoffnung, dass ich hier nicht runterfalle. Irgendwie klappt das hier nicht. So wird was draus. Die sind, glaube ich, alle drin jetzt schon. Dann gehen wir halt rein. Bevor die mir hier alles zerkloppen und ich habe gar keinen Spaß hier dran. Jawohl, guck mal, das ist doch mal was. Perfekt. Burn, baby, burn. Hahaha. Alle hinüber. Okay, jetzt sind draußen auf jeden Fall ein paar. Ah. Jetzt kommen sie hier. Und erwischt. Und hinüber. Na. Nicht abhauen. So, wir machen jetzt mal hier ein bisschen kurzen Prozess. Wir wollen ja ein paar Zombies killen. So.
stehen geblieben. So, die sind dann auch mal hinüber. Für irgendwas muss die Munition ja gut sein. Hey, es ist heil. Wo sind die nächsten? Hatte ich nicht noch Munition? Ein bisschen. Wie, war's das jetzt? Gucken wir noch innen drin. Ja. Das war doch entspannt. Mein Klingelbeutel. Das hat doch Laune gemacht. War nicht schwer und wie man sieht, man kann sich hier durchaus ein Gebäude nehmen und die erste Hordennacht ohne Probleme, auch wenn man nicht viel Munition hat, überstehen. Weil allzu viel habe ich jetzt auch nicht verballert. Wir haben jetzt 1 Uhr und anscheinend habe ich alle Zombies, die für mich alleine spawnen sollten, erledigt. Naja, wenn wir mal eine richtige Hordenbase haben, müssen wir die Zombie-Zahl noch mal ein bisschen hochdrehen. Aber gut, das war auch erst die erste. Denkt dran, in den vorangehenden Hordennächten wird sich das auch noch mal ändern und auch die Stärke der Zombies wird noch mal natürlich anders ausfallen. Ein Klingelbeutel, magere Ausbeute, aber gut, so ist das. Dann war's das im Grunde schon wieder. Das muss reichen. Ja, das war recht einfach. Von daher, das war die Hordennacht, Tag 7. Relativ simpel. Von daher, auf zur nächsten Hordennacht. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also, bis dann, eure Bora.